Sie zwei Meter Abstand und so. Genau, da war ja was. Da kommen dann die Aha-Erlebnisse. Wir lassen es oft so einfach aussehen. Da, genau da, zum Robert. Also mehr als was, du nämlich. Heute dreht sich bei mir alles um die Technik in der Fotografie. Wie wichtig ist sie? Ist sie wahnsinnig wichtig oder gar nicht so? Mir persönlich, ja, gibt es andere Dinge, die wichtiger sind. Aber wenn ich mal was nicht weiß, dann brauche ich jemanden, den ich frage. Und das ist der Robert von der Lightbox Academy. Servus, Robert. Grüß dich. Servus. Schön, dass du da bist. Oder eigentlich muss ich sagen, schön, dass ich da seid, weil wir sind ja bei dir im Studio. Heimspiel sozusagen. Heimspiel, immer angenehm. Robert, du bist Gründer und Inhaber der Lightbox Academy und Studiobesitzer. Früher waren wir noch Studio-Nachbarn, da war ich da oben. Du bist noch überblieben, du hast das Studio noch. Seither darf ich mich bei dir mal einmieten, so auch wie heute. Danke. Danke. Machen wir kurz Werbung für dich. Erklär mal kurz, weil ich schicke dir immer wieder Menschen rüber, wenn sie fragen, ja, wo kann ich Fotografie lernen und die Technik und so, wo mache ich das am gescheitesten? Sage ich, da, genau da, zum Robert. Wer kommt in die Lightbox Academy? Wer kann hinkommen? Was lernt man? Also kommen kann grundsätzlich jeder. Das ist wichtig. Spaß muss man an der Sache haben, Interesse muss man haben, gewissen Lernwillen muss man haben. Also es ist keine Berieselung, sondern es ist aktives Tun. Das ist mir ganz wichtig. Lightbox Academy, ich habe im Prinzip in meinem Job vorher schon sehr viel Erwachsenenbildung gemacht und da war es dann naheliegend, dass ich dann irgendwann einmal auch in der Fotografie mit Kursen und Lehrgängen halt begonnen habe. Und wie ich dann hier das Studio eröffnet habe, war dann endlich der Platz da, dass ich es so machen kann, wie ich es mir vorstelle. Ich habe früher an sehr vielen anderen Instituten unterrichtet und mich hat es eigentlich immer wieder ein bisschen gestört, dass da zu viele Leute waren, dass zu wenig Augenmerk auf die Praxis und auf die Individualität gelegt wird. Ja, das ist, die Praxis ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Ja. Also ich finde das Handwerk und am Ende des Tages ist auch die Fotografie ein Handwerk auf der einen Seite. Das musst du praktizieren, tun, tun, tun. Mir fällt das ja immer wieder auf, wenn da draußen in meinem Hof die Hölle los ist, wenn deine Schüler, wenn es das angeht, draußen herum sind. Du hast gesagt, Erwachsenenbildung finde ich ganz gut. Wie ist denn dein Weg in die Fotografie? Ganz kurz. Den Virus hat mein Vater eigentlich eingeimpft. Mein Vater hat eigentlich immer fotografiert, hat es teilweise auch so halbberuflich dann gemacht. Und ich habe relativ frühzeitig natürlich logischerweise begonnen herumzuknipsen, habe dann sehr, sehr viel im jugendlichen Alter Diafilm fotografiert. Mein erstes Geld, was ich verdient habe mit meinem ersten Job, ist natürlich sofort in die Kameratechnik geflossen. Was war das? Was war die erste? Was das noch? Die allererste Kamera war ein Nikon F801S. Ach, ein Nikon. War ja auch analog noch Nikon, ja. Bis dann der Umstieg gekommen ist. Ja? Natürlich lachen. Weißt du, was der Grund war, warum ich mir die Nikon gekauft habe? Ich war damals im Geschäft und der Verkäufer hat mir eine Canon hingestellt mit einem Zoom-Objektiv. Und ich habe das Zoom-Objektiv hochgenommen und das hat so gemacht. Ja, und das war mir so unsympathisch, dass ich es gleich wieder weggestellt habe. Und das war eigentlich der Grund, warum Nikon, wobei das hat sich massiv gewandelt im Laufe der Jahre. Also ich bin dann von Nikon auf Canon umgestiegen, von Canon auf Fuji und jetzt bin ich bei Sony gelandet. Also. Schau, einmal alles durch, aber das ist ja auch gleich der Punkt, wenn wir schon da sind bei der Technik. Du hast alles durchgemacht, ich bin zuerst Nikon, dann Canon gewesen. Wie wichtig ist für dich Technik in der Fotografie? Welchen Stellenwert hat? Also zu Beginn war es für mich ganz wichtig. Ich habe einen technischen Beruf gelernt, ich komme aus der Nachrichtentechnik. Das heißt, die haben mich am Anfang sehr, sehr viel mit der Technik auseinandergesetzt. Das Aha-Erlebnis, das richtige Aha-Erlebnis habe ich dann in Amerika gehabt. Da war dann der Umstieg von Nikon auf Canon, weil Nikon damals keinen Vollformatsensor angeboten hat und ich mir das eingebildet habe, ich brauche unbedingt einen Vollformatsensor. Bin dann umgestiegen, habe zu der Zeit auch drüben mein Haus verkauft und ein bisschen Geld übrig gehabt und habe halt einmal anständig in Canon-Equipment investiert. Für mich war das damals so, ich kaufe mir jetzt das Beste, was ich mir gerade noch leisten kann, dann habe ich wenigstens keine Ausrede, dass es am Equipment liegt.
Ist auch in Zugang. Das hat absolut funktioniert, weil ich habe nach kürzester Zeit dann festgestellt, meine Bilder haben sich in keiner Weise verändert. Welche Überraschung jetzt danach, nachträglich betrachtet. Ja. Aber das habe ich offensichtlich gebraucht. Irgendwie ist dann relativ schnell einmal dann der Frust gekommen, da ändert sich nichts. Also an der Technik kann es nicht liegen, muss ich an mir arbeiten. Und ich habe dann wieder den Weg zurückgefunden in die Analogfotografie und habe mir damals eine besser Sucherkamera gekauft, also so Leica für Arme quasi, und habe mit der dann begonnen herumzuknipsen. Und das war dann das Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, gut, ja, Technik ist wichtig, aber es ist viel wichtiger, dass man sieht, wie Licht funktioniert, dass man ein Gefühl für Licht entwickelt, dass man ein Gefühl für Bildaufbau entwickelt, dass man ein Gefühl für Thema und was will ich eigentlich zeigen, entwickelt. Und das war dann für mich der komplette Umkehrschwung dann weg von der Technik und jetzt konzentriere ich mich auf die wesentlichen Dinge in der Fotografie. Wir haben ja einen Beruf, und so fasse ich das auf, wo man sagt, die Technik, die kann jeder erlernen. Absolut. Also ich behaupte sogar, das simpelste Zeitblenden, ISO-Kombination, wie das zusammenhängt, das Ganze, erlernst du bei einer halben Stunde am Zettel, hast du das kapiert, theoretisch. Theoretisch. Was uns Fotografen Gott sei Dank noch, sagen wir mal, abhebt von einem Amateur-Semi- oder Handyfotografen, ich meine, Handykameras werden zwar immer besser, aber ist ja halt eben das Auge, genau. Das Gestalterische. Und da entweder du wirst mir gerne eines Besseren belehren oder zustimmen, je nachdem bin ich der Meinung, das richtige Gespür und so richtig schön, das kannst du fast nicht lernen. Du kannst ja wohl den goldenen Schnitt wieder lernen und das, ja, wo setze ich was hin? Aber für mich gehört so viel mehr dazu. Licht lesen, du gehst irgendwo auf Location, du siehst gleich, wo ist das Licht am besten. Was ich glaube, solche Sachen kann man fast nicht lernen und das gibt halt uns Berufs- und Profifotografen noch ein bisschen so die Berechtigung und die Edge für unser Leben. Stimmst du da grundsätzlich zu? Grundsätzlich ja. Ich glaube, dass man sehr, sehr viel lernen kann, dass man sehr weit kommen kann, wenn man es bewusst lernt. Das ist das, was ich auch in meinen Kursen versuche, den Leuten beizubringen. Nicht so soll es ausschauen, sondern so funktioniert es. Weil jeder sieht die Dinge anders und jeder soll auch seine eigene Fotografie entwickeln. Das ist ein Riesenproblem, was ich teilweise auch sehe, dass dann Leute quasi von ihrem Lehrer alles nur nachahmen und dann zu einem Punkt kommen, wo sie die gleichen Fotos machen wie der Lehrer. Das macht aber keinen Sinn. Das ist nicht Fotografie. Ja, fürchterlich für mich diese unzähligen Workshops, die es gibt, ja, wo du vorne siehst, den Fotografen, der das anleitet, und dahinter hast du 50 Leute im selben Winkel mit derselben Kamera, wo selber aussehen, und machen genau dasselbe Bild. Genau. Ach, da tun wir oft immer ein bisschen das Herz weh, aber. Natürlich. Ja. Naja, vor allem der Lerneffekt ist null. Ja, absolut. Der Lerneffekt ist absolut null bei sowas, weil ich finde, dass Fotografie was sehr Persönliches ist. Die Sichtweise ist sehr persönlich und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ja, sehen kann ich lernen, bis zu einem bestimmten Punkt. Malerei kann ich lernen bis zu einem bestimmten Punkt. Ein Dürer hat es auch irgendwann einmal gelernt und hat dann aber Meisterwerk geschaffen. Ja. Oder ein Caravaggio hat auch sehen gelernt und hat dann quasi eine eigene Schule daraus entwickelt. Ich glaube nicht, dass er das wollte, sondern das ist einfach entstanden und passiert, weil er halt anders gemalt hat wie alle anderen. Aber Kunst kommt von Können, es hilft nichts. Und da schließt sich's wieder. Wenn ich die Basics nicht habe, wenn ich das Grundverständnis nicht habe, wenn ich es nicht sehe, dann kann ich es auch nicht umsetzen. Ne? Ja, also am Ende des Tages machen wir auch Kunst und das ist ja bekanntlich alles erlaubt. Also wenn man mich fragt, irgendwie, wie mache ich das, oder gehört das so, oder muss man das so machen, sage ich, nein, muss man gar nicht. Also genau. Du kannst ja tun und machen, was du möchtest. Es ist ja alles erlaubt. Ja. Ja, es gibt das Rembrandt-Licht und da können wir dann gleich zurückkommen, aber das heißt nicht, dass ich es immer so machen muss. Man kann ja super schöne Charakterporträts machen mit einem ganz anderen Licht. Ja, ich muss gar kein Licht von vorne, man kann so eine Silhouette von hinten machen. Das bringt uns ja gleich zum Studio. Mhm. Lightbox Academy, das quasi eine Standbein von dir. Das Studio, das du auch an mich vermietest, für meine Aufnahmen, ist die andere Geschichte. Jetzt sind wir da umgeben auch von Studio Licht.
wenn du mit deinen Schülern da drinnen bist, ist der Umstieg sozusagen, oder wo tut man sich einfacher als Neuling in Studio-Equipment und Blitz das zu erlernen oder Licht draußen im Freien zu sehen? Ich glaube, es ist beides notwendig. Also das eine geht ohne dem anderen nicht. Ich habe zum Beispiel bei den Lehrgängern einen Abend dabei, wo wir wirklich in der Stadt spazieren gehen, ohne ein bestimmtes Ziel, und ich zeige den Teilnehmern, wie Licht funktioniert. Also wie Straßenlaterne, dass sie bewusst wahrnehmen, dass jede Lampe eine andere Farbtemperatur hat. Das nimmt man ja nicht bewusst wahr. Das lernt man zwar theoretisch, ja, Farbtemperatur ändert die Farbe des Lichtes, schon, schön. Aber was heißt das in der Realität? Und darauf zu achten. Unser Auge korrigiert es ja. Genau, ja. Und darauf bewusst zu achten, wo kommt das Licht her? Ist das eine kleine Lichtquelle? Ist das eine Reflexion über eine große Fläche? Alle diese Dinge, damit man das überhaupt einmal wahrnimmt. Und wenn man es wahrgenommen hat, dann kann ich versuchen, dass ich diese verschiedenen Lichtsituationen dann quasi mit Studiolicht simuliere. Ja, und das kann jetzt Dauerlicht sein, das kann Blitzlicht sein, das kann Aufsteckblitz sein. Ich muss gerade so lachen, weil bei mir fetzt jetzt gerade die Berufsschule durch. Licht nimmt in der Entfernung zum Quadrat ab, ja, und genau. Lauter so Geschichten. Das heißt, wenn du jetzt blitzt, was hast du vorne und wie immer, und das wird am hellsten. Da flasht es jetzt gerade so durch bei mir. Aber das ist ein ganz extrem wichtiger Aspekt. Ich sehe das immer wieder, wenn ich mir so die Making-of-Videos von den diversen Leuten anschaue. Da stehen die Lampen immer so lehrbuchmäßig 45 Grad links, 45 Grad rechts, am besten 3 Meter vom Model entfernt, und dann wundern sie sich, dass keine Struktur reinbringen, dass das nicht dreidimensional wird, dass der Hintergrund dunkel wird oder hell wird, oder wie kriege ich den Hintergrund dunkel? Ja, das sind, aber wenn ich die Basics nicht verstanden habe, dann schaffe ich es nicht. So ist es. Und da ist halt einfach, Licht nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab, ja, wenn ich das nicht verstanden habe, ja, nämlich wirklich nicht als Zeichnung auf der Tafel oder als Formel, sondern tatsächlich einmal gesehen, ich stelle die Lampe einen Meter näher hin und was macht das jetzt? Ja? Wie ändert sich der Schatten? Wie ändert sich das Licht? Was macht der Hintergrund? Ja? Da kommen dann die Aha-Erlebnisse, und auf das ziele ich eigentlich am meisten ab. Yes. Abschließende Frage, quasi ein Schwenk aus deinem Leben, aus deinem Fotografen, gibt es irgendwas, wo du sagst, das war ein lässiges Shooting, das war Hammer, das ist mir in Erinnerung, oder wow, da ist mal was passiert, oder? Passiert, ja, ständig. Ich meine, da glaube ich, da haben wir auch wieder den Schwenk zum Berufsfotografen. Passieren tut immer irgendwas, nur der Berufsfotograf, wenn er sattelfest ist, kann er sich helfen, naja. Dann fällt einmal ein Licht aus, und dann nehme ich halt ein anderes Licht, und ich komme trotzdem zu einem brauchbaren Ergebnis. Ja, und ich bin nicht angewiesen auf irgendwelche fertig vorgegebenen Lichtsets, und wenn dann einmal die Lampen nicht funktioniert, dann Panik. Ja, ja, das ist auch immer meine Rede. Die Technik, wir lassen es oft so einfach aussehen am Set. Warum? Weil wir die Technik, ich sage mal, im kleinen Finger haben. Du darfst nicht, ich habe das immer wieder gemerkt bei meinen Promi-Shootings, wenn ich habe, wurscht, wer das jetzt war, Barbara Becker oder Lina Gerke oder so, das Management kommt rein und du hast noch extrem kurze Zeit, jetzt quasi die Verbindung aufzubauen. Und das Management, das checkt es sehr wohl ab, ob du genau weißt, was du tust. Und wenn du da dann stehst mit der Kamera und überlegst, eigentlich müsste jetzt noch blenden aufgehen, aber der Blitz ist schon so stark, ich kann nicht mehr arbeiten. Das darfst du gar nicht überlegen müssen. Also die Technik muss den kleinen Finger haben, damit du voll und ganz als Fotograf beim Menschen bist, der vor der Kamera bist. Und das muss mich interessieren. Nichtsdestotrotz, und das schätze ich sehr an dir, komme ich immer wieder zu dir und frage dich nur Sachen. Weil ich weiß, wenn irgendwas nicht weiß, ich weiß, wer es weiß, du nämlich. Also ich kann jedem empfehlen, wenn ihr Fotografie erlernen wollt oder nicht den nächsten Step machen wollt, oder das nächste Level, oder sei es der Aufsteckblitz oder natürlich beim Robert seid's richtig. Kommt vorbei, meldet sich an zu irgendeinem Kurs. Muss auch kein Lehrgang sein, kann ein Einzelcoaching auch sein. Also ganz individuell. Robert macht's möglich. Robert, vielen Dank für die Plauderei, für die Zeit, und ich sag danke. Bis zum nächsten Einbruch im Studio bei dir. Ich bin immer wieder gern da. Wunderbar, freut mich. Danke. Dankeschön.